Es gibt eine Reihe von Drohnenapplikationen schon in der Halle, sei es Inspektion, sei es Vermessung, sei es Inventur, die einfach zeigen, wo da die Potenziale sind, wo auch hohe Wertbeiträge zu erwarten sind. Und in dem Arbeitskreis unseres Fachverbandes, den wir vor kurzem gegründet haben und hier auch Spieler dieses Bereiches zusammenbringen, sind Fragen auch zum Arbeitsschutz dann natürlich ganz vorherrschend, denn im Prinzip brauchen wir hier auch Regeln, wenn wir in der Interaktion Mensch-Maschine, sprich Drohne und Lagerist beispielsweise arbeiten, die zu klären sind. Da ist die BGHW eine federführende Stelle, um hier Regeln mal zu definieren, und wir haben uns hier mit der BGHW im Prinzip in den Dialog begeben, um dieses Regelwerk mal auf die Praxis zu prüfen. Das ist so der Fokus, mit dem wir das bisher auf eine konkrete Anwendung innerhalb, ich sag mal, des Lagers untersucht haben. Es gibt eben in dem Bereich auch Teile des Teiletransportes mit besonders kritischen kleinen Lieferungen innerhalb einer Produktionsstätte beispielsweise, gibt es erste Anwendungsfälle, wo man erkennt, dass da Potenzial liegt. Im Bereich Inventur, fertige Geschäftsmodelle, im Bereich der Regalinspektion beispielsweise auch sicherheitstechnisch wertvolle Anwendungen. Es entwickelt sich hier vieles und vereinfacht bestehende Prozesse, indem man eben flexibler mit einer Drohne darauf reagieren kann. Beispielsweise für eine Inspektionsaufgabe nicht mehr so lange und nicht mehr so weiträumig absperren muss, um mit großem Gerät anzurücken, sondern das macht dann, muss kein Kletterer, kein Industriekletterer mehr her, sondern das macht eben die Drohne mit einem bildgebenden Verfahren, und dann kann das am Boden ganz bequem bewertet werden. Wir müssen, glaube ich, differenzieren zwischen der Drohnentechnologie und den Drohnenapplikationen. Also viel, was man mit einer Drohne machen kann, ist, glaube ich, in einem hochskalierten Maßstab für Deutschland nicht geeignet. Viel, was heute schon mit einer Drohne gemacht wird, Blutkonserven zwischen Standorten von Krankenhäusern. Wir haben gehört, erstes Spenderorgan wurde, allerdings nicht in Deutschland, aber das können wir ja nachmachen, wenn es Sinn macht, wurde transportiert. Und das sind natürlich schon Anwendungsfälle, wo ich denke, dass das sehr werthaltig ist und nutzenstiftend ist. Und wie gesagt, man muss zwischen Applikation und Technologie trennen. Die Technologie macht es möglich, und die Applikation, da muss man abwägen, ob das in einem großen Maßstab für eine Gesellschaft erstrebenswert ist. Und da gibt es, denke ich, eine ganze Reihe von Dingen, die wir mal ausprobieren sollten.